Da ist unser Mannschaft. Und doch ist es nur ein Spiel, wenn ein weltweites Spiel. Und es gab Regelwidrigkeiten und es gab Fouls. Aber ich habe keine Gehässigkeit gesehen, wie das Außenstehende niemand beobachten wollen. Die Seiten werden neu ausgelost. Ich sage das, meine Damen und Herren, für diejenigen unter Ihnen, die sich im Fußball nicht so genau auskennen. Und ich hoffe, dass mir die Experten nicht böse sind, dass ich diese Selbstverständlichkeit erwähne. Seitenwahl, Bobby Moore links und Uwe Seeler rechts. Sie keine Möglichkeit haben, den Experten zu befragen, darf Ihnen noch etwas sagen, was ich vergessen habe. Die Verlängerung wird zu Ende gespielt, ganz gleich, ob ein Tor fällt oder mehrere. Es geht über 2x15 Minuten. Achtung, Achtung! Hi! Nicht im Tor! Kein Tor! Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? Tor! Max Ramos aus der UdSSR sagt, dass der Ball nicht aus dem Tor von der Unterkante zurückgesprungen ist, sondern dass er hinten im Netz war. Torschütze Hörst, dass er in dieser Zeit den Engländern nicht wieder gestohlen wird. Aber sie haben natürlich ja auch noch Scotland Yard. Glück für Benk. Das ist richtig, dass der Kölner diesen Schuss auf 20 Meter notiert hat. Natürlich das gleiche Spiel, wie Sie sehen. Erst einmal nach der anderen Seite, dann wieder zurück. England verzögert. Hötzken. Hält. Aufgestützt. Foul, jawohl. Ja, natürlich! Ich sag's ja immer, die Engländer haben das Fair Play erfunden, aber nicht alle Spieler wissen es. So verrinnen Minuten und Sekunden. Goal! Goal! Kann ich Ihnen jetzt sagen, es war der Kölner Weber. Und es gibt keinen Zweifel für mich am Verdienst dieses Ausgleiches. Oh, was wäre das wirklich schade gewesen, ganz gleich wie es jetzt noch kommt. Ein Fehler von Weber.